Hier kommt der Gewinner, der Witzbold des Jahres ist nämlich Ottmar Zittlau. Wo ist er? Da. Da. Ja, da ist er doch. Folgendes. Da. Ja, jetzt weiß ich. Da war ein Wald gewesen. Ne? Jetzt irgendein Wald. Ne? Nabelwald. Oder Mischwald oder Laubwald, ist ja auch egal, das ist für einen Witz ja nicht wesentlich. Ne? So, na ja, und im Wald, ne, da war... ein Mann, ne, der war da so Luft schnappen oder spazieren, ne, und als er da den Pilz, da der sucht Pilze, der Mann. Und dann sieht er plötzlich unter einem Stein einen riesengroßen Pilz. Ne? Wahrscheinlich ein Steinpilz. Ne? Naja, der Mann, ne, zieht so mir nichts, dir nichts an dem großen Pilz. Ne? Wahrscheinlich will er den pressen in einem Buch oder was. Ne? Ist ja egal. So, auf einmal sieht der Mann unter dem Pilz einem riesengroßen Frosch. Ja, man kommt so ins Gespräch, man kommt von Hölzchen auf Stöckchen, ne? Man sagt sich guten Tag, guten Weg. So, naja, aber weiter im Text. Dann sagt der Frosch, oh Mann, du hast mich gerettet, ich war 12 Jahre unter dem Stein verschüppelt. Jetzt sagt der Mann, oh, das ist aber was, sagt der Frosch, ja, wenn das so war, kann ich dir, lieber Mann, jetzt, weil ich ein verzauberten Frosch bin, einen Wunsch erfüllen. Sagt der Mann, ja, ich wünsche mir Frieden auf Erden. Ja, das ist schön, ne? Da fand ich auch. So, da sagt das Schwein. Nee, falsch. Da war noch nicht der Witz. Warte, warte, nee, ist doch noch nicht vorbei. Sagt, der Frosch sagt, oh Mann, also zu dem Mann, oh Mann, das ist aber jetzt ein frommer Wunsch, ne? Frieden auf Erden, das ist schwierig, aber das ist für mich, einen kleinen Frosch, ja quasi unmöglich. Hast du nicht irgendwie einen einfacheren Wunsch? Sagt der Mann, ja, pass auf, und zeigt dem Frosch ein Bild von seiner Frau und sagt, Frosch, folgendes, das ist meine Frau. Erfüll mir doch den Wunsch und mach meine Frau wieder so jung und heiß und frisch wie am ersten Tag. Sagt der Frosch, kann ich den ersten Wunsch noch mal hören? Moment, da war ja noch nicht der Witz gewesen. Moment, da war ja noch nicht der Witz, geht ja noch weiter. Sagt der Mann, jo, das stimmt. Tschö! Was ist denn? Und das war der Beste unter 10.000 Bewerbern, sagt man. Wenn man einmal nicht zuschaut, wenn ich einmal nicht kontrolliere, was ihr da macht. Es gab nur 3 Bewerbungen und die anderen beiden, das waren Rollstuhlfahrer und FDP-Mitglied. Also wenn das so ist, ja gut, da will ich nichts gesagt haben. Da hast du richtig entschieden. Ja. Ah. Ja.